Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir heute, wie so oft am ersten Donnerstag im Monat, um geistliche Berufe beten, um Priester und Ordensleute, dann ist es eine schöne Fügung, wenn wir heute diesen Abschnitt aus dem ersten Kapitel des Johannesevangeliums hören. Es ist alles eine große, einzige Abfolge. Wir müssen das, was vorausgeht, immer noch mit im Ohr und im Herzen haben. Den großen Prolog des ersten Weihnachtstages, der dritten Messe. Das Zeugnis Johannes des Täufers, das sich anschließt. Und wir erleben hier, was Zeugenschaft bedeutet. Denn Berufungen gehören in dieses Netzwerk der Zeugenschaft. Es sind nicht die Hochglanzbroschüren. Es sind nicht die Informationsveranstaltungen, die vielfach stattfinden. Alles gut gemeint. Darf auch alles sein. Aber wenn es nicht eingeflochten ist in jenes Netzwerk der Zeugenschaft, dessen Zeugen wir heute Abend hier im ersten Kapitel des Johannesevangeliums werden, ist das alles umsonst. Und wir sehen, wie unterschiedlich dies sein kann. Johannes weist seine Jünger auf Jesus hin. Nicht in einer großen Predigt, in einem einzigen Wort. Seht das Lamm Gottes. Dieses Wort hören wir in jeder Messe. Trifft es uns noch? Ist es uns bewusst, dass es ein Zeugnis Johannes des Täufers ist, mit dem er auf Christus hinzeigt? Ist es den Priestern bewusst, die es sprechen jedes Mal, dass sie Johannes der Täufer sind in diesem Moment und auf Christus hinweisen? Und dann sind es schließlich doch nur zwei, die offenbar dieses Wort trifft, aber so tief, dass es sie nie mehr loslässt. Es ist Andreas und ein anderer Jünger des Johannes, die Jesus nachgehen und ihn das fragen, was wir schon wissen. Wo wohnst du? Wir wissen, wo er wohnt. Wir haben es an Weihnachten gehört, wo er wohnt, wo sein wirkliches Zuhause ist. Und das ist der tiefste Sinn der Nachfolge. Er wohnt am Herzen des Vaters. Er wohnt nicht in irgendeiner Straße, in irgendeiner Kemenate, in irgendeinem Zelt. Wenn man mit Jesus geht, ist man unterwegs zum Herzen des Vaters, dort, wo Jesus wohnt. Er, der am Herzen des Vaters ruht, am Herzen des Vaters wohnt, er hat Kunde gebracht. Er ist der Urzeuge. Er will uns mitnehmen auf diesen großen Heimweg zum Vater. Das ist Nachfolge. Und dann werden die, die vom Zeugen hingewiesen wurden, selber zu Zeugen. Andreas findet seinen Bruder Simon, der von sich aus Jesus nicht findet. Er braucht diesen Hinweis seines Bruders. Er kommt nicht selber darauf. Aber dann geschieht etwas Überraschendes, was ebenfalls zur Berufung gehört. Nicht wir finden Jesus irgendwie und wir lernen ihn irgendwie kennen. Immer braucht es diesen Hinweis, wenn man so will, einen Schubs, eine Nachhilfe, eine Hinführung. Hier bei Andreas, der seinem Bruder Simon sagt, wir haben ihn endlich gefunden, den Messias, den Richtigen. Und dann bei der ersten Begegnung merkt Petrus etwas Merkwürdiges. Du bist Simon, sagt ihm Jesus. Und gibt ihm einen neuen Namen. Noch bevor sie sich begegnet sind, kennt Jesus diesen Simon. Nicht durch geheime Informationen, sondern weil dieses Lamm Gottes, dieser Messias, dieser Christus, jeden von uns kennt, schon bevor er ihn oder sie ruft. Den anderen Jüngern, von dem die Überlieferung zu sagen weiß, dass es der Evangelist selber ist, hat dies so tief beeindruckt, dass er sich sogar die Stunde gemerkt hat. Die 10. Stunde, 2 Stunden vor Sonnenuntergang. Diese Stunde hat ihn nie mehr losgelassen. Immer wieder wird er daran erinnert. Jeden Tag, wenn die Sonne untergeht,
Das war zum ersten Mal, da wir ihm nachgegangen sind, da er uns gezeigt hat, wo er wirklich wohnt und wie es ist, bei ihm zu bleiben. Das sind Spuren, liebe Schwestern und Brüder, die das Evangelium legt, und sie sind bis heute gültig für jeden und jede. Ihm nachzugehen heißt, den Weg zum Vater heimzufinden und sich schon vor der ersten Berufung gekannt wissen, gesehen wissen, genannt wissen. Das sind Spuren, wenn wir sie denn gingen, die auch heute Berufungen fruchtbar machen.